Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen bei einem Projekt. Ja, dass ich jetzt neu anfange, ihr könnt es unschwer erkennen. Wir spielen ETS 2 oder den Euro Truck Simulator 2. Ja, ich hoffe, man kann mich gut verstehen. So, warum wir das spielen? Erstens hatte ich Bock auf einen Simulator. Zweitens ist das Spiel schon ein bisschen älter. Ihr wisst ja, ich bin auch ein bisschen älter, da kann man ruhig mal in die Retro-Ecke gehen. Und am 7. Mai kommt ein neuer DLC raus, ja, der heißt Euro Truck Simulator 2 Goes North oder Goes Scandinavia. Ja. Also da kann man dann in skandinavische Länder fahren, wie Schweden, Finnland und Norwegen, glaube ich. Ja. Und da schauen wir mal. So, jetzt gehen wir zuerst mal auf neuester DLC, neueste Meldungen. So. Und dann legen wir da mal ein neues Profil an, ja, weil so, Name ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich mein richtiger Name, ne? Ihr wisst ja. Aber wir sind hier beim Let's Play. Weiß nicht, ob ich das drin lasse. So, wir sind männlich, ist klar. So, Bild. Bild, ja, mal schauen, ob wir da ein tolles Bild finden. Also, irgendwas mit Brille und Bart vielleicht. Das da. Das sieht doch gut aus. So, unser bevorzugtes LKW-Design. Keine Ahnung, wir haben alles gepatcht. Ja, müssen zuerst mal Mods aktivieren. Erstmal noch Mods aktivieren, dass das hier alles echt ist. Ja. Das heißt zwar jetzt immer noch Majestic, aber ich glaube, ich habe DLC installiert, dass das dann alles echt ist. Ja. Dass das alles die richtigen Namen hat. Ich mag den, ja, den Renault Renntruck, ja, weil ich vor 2 Jahren auf dem Truck Grand Prix war und war von diesen Renault Renntrucks begeistert. Ja. So, dann haben wir ein Firmenlogo und zwar das hier. So, unser Unternehmen heißt natürlich Thor's Hammer Trucking. Gucken wir mal, ob das passt. Ne, passt nicht. Dann nehmen wir Trucking. Ne? Trucking ohne Sprache D, Spielmodul. Ja, klar, ist Europa, ne? Weil USA gibt es noch keins. So, und dann erstellen wir das doch mal. Wir benutzen den Controller, ne? Aber kein Lenkrad, sondern ein Gamepad. Ja? Und deswegen benutzen wir die einfache Automatik. So, mal gucken. Lenken ist klar. Beschleunigung. Nehmen wir das hier. So, Bremsen nehmen wir das. So, Kupplung haben wir nicht. Vertikale Sicht. Da so um, ne? Und horizontale Sicht nehmen wir das hier. So. So, verwende X-Achse, um zu lenken, bewege Z-Achse nach vorne, um rückwärts zu fahren, ziehe nach hinten, um rückwärts zu fahren. Ja, das machen wir, das wissen wir ja schon. Ne? So. Aber noch sind wir nicht fertig. Beim Laden des Spielstands ist ein Problem aufgetreten. Blablabla. Ja, ich wollte ja gar nicht laden, aber vielleicht sind das auch zu viele Mods. Gut, muss ich mal schauen. So, ja, wie gesagt, vielleicht sind es zu viele Mods, dann nehmen wir den Mercedes mal raus, gucken mal, ob es damit funktioniert. Ja, ich wollte mir eigentlich die, nö. Geht nicht. Warum nicht?
Das ist doch scheiße. Die Mods haben vorher immer funktioniert. Vielleicht gehen aber auch deswegen die Trailer nicht. Pass mal auf. Machen wir den noch aus. Probieren wir das jetzt nochmal. Nee. Oh, das ist doch scheiße. Ich wollte doch euch die Mods zeigen und die ganzen Dingens da. Das so funktioniert. Ja, das ist wegen den Trailern. Wegen den Trailern wird es deswegen nicht gehen, weil ich kann entweder nur mit den einen beiden Trailern spielen oder wahrscheinlich nur mit den anderen. Jetzt probieren wir mal, ob es funktioniert. Jetzt scheint es zu gehen. Trailern. Dann gucke ich mal, ob ich aber die anderen Mods auch noch reinkriege. Na, vielleicht schneide ich euch das auch raus. So, wir starten in Köln, weil das nah an meinem Wohnort liegt. Das tut. Gucken wir mal, ob wir das tut durchgehen. Ja. Also auf jeden Fall dürften wir jetzt wenigstens Original Auflieger haben. Auch wenn die anderen beiden Auflieger nicht funktionieren. Willkommen im ETS 2. Endlich hast du die Chance auf einen Traumjob. Das war ein LKW. Also ich, wie gesagt, ich finde das Spiel ganz geil. Das ist auch toll gemacht. Sieht nach 2 Jahren Laufzeit immer noch gut aus. DLCs und Mods gibt es, ne? So, Transportfirma hat in ihren Pforten geöffnet. Ja klar, Auftrag, ne? Große Eisenrohr. So, drücke eben den Motor zu starten und da seht ihr schon. Da seht ihr es schon im Spiegel. Ja? Das ist dieser Renault Renntruck, der mich da so fasziniert hat. Gucken, wo ist die Außenkamera? Verflucht. Ich hätte gern mal die Außenkamera gehabt. Vor allen Dingen, wo ist mein Navi, das geht. Navi? Nein. Irgendwie muss ich das auf jeden Fall noch einstellen. Gibt es da irgendwo ein Menü? Ah, das ist der Truck. Ne? Sieht doch Hammer aus. Ne? So, also zuerst mal muss ich euch leider sagen, ne? Es gibt ja hier einen Radio-Stream, ja? Den dürfen wir mit Sicherheit nicht benutzen und meine Musikstücke dürfen wir dann natürlich auch nicht benutzen, deswegen müssen wir das Radio auslassen. Ja? So, dann Option Grafik, gucken wir zuerst mal nach der Grafik, Vollbildmodus ist klar, Helligkeit ist klar, Auflösung, ja, so hoch wie es geht. Ne? So, jetzt haben wir das eingestellt. Haben auch was eingestellt. Und jetzt gehen wir fahren. Wie gesagt, ich liebe diesen LKW. Der ist richtig geil. So, jetzt liefern wir aktuelle Eisenrohre von Köln nach Köln. Fahren wir einfach mal in Köln rum. Dann gucken wir mal, große Eisenrohre. Also, wie gesagt, mit diesem DLC. Ja. So, zuerst den Motor an. Ja, ich weiß. Zusätzliche Controller. Hier mal gucken. Da. Ah, drehst du dich schon wieder zurück. Dreht es sich natürlich nicht mehr zurück vom Sound her. So, jetzt hat er eine schöne Scheiben schon gemacht. So, fahren wir los. Einmal Bremse funktioniert. Ja, Kameraansichten weiß ich. 2 so. 3 so. Kommen wir schon mal rückwärts. 4 ist Dach. 5 Fenster außen, dann zum Rückwärts fahren, 6 Stoßstangen, 7 Watt, 8 TV. So. Route Advisor. So, mein Navi, jawohl. So, das Navi ist wichtig, das brauchen wir immer. Ja, wir wissen das alles. So, weiter zur Auffallsbeschreibung. 6. Hallo? 6. So, dann kann man da gucken. Ja, wechseln zum Zustand. F7, Zustand sieht alles gut aus. So, fortfahren. Tutorial. Schließen.
So, also dann folgen wir der ausgewiesenen Route. Ja, das Zeiger auf die F1. Also, ach so. Gut. So, auf geht's. Da oben ist hier der zweite Spiegel. Ne? So, dann müssen wir wohl, oder wir gehen nach rechts. Mercedes und ist vorbei. So, dann geben wir mal Gas. Go, go, auf geht's. Also ich versuche so ordentlich zu fahren, wie es nur geht. So, Rampe rot. Also das mit der Sicht geht noch nicht, das muss ich wahrscheinlich nochmal umstellen. Ansonsten sieht eigentlich recht schick aus, ne? Auch der LKW sieht fein aus, da gut. So, wie gesagt, also ich mache das von euch abhängig, wie lange dieses Projekt läuft. Ob ihr euch den DLC mit mir zusammen angucken wollt, der kommt am 7. Mai, deswegen spielen wir auch schon 4 Wochen im Vorlauf, dass wir da auch genug haben. Hier ist, wie gesagt, der DLC mit drauf. Ja, ich habe ein Arbeitsamt entdeckt, kann ich später Leute einstellen. Also die Bremse funktioniert gut. Wie gesagt, hier ist der DLC mit drauf. Östliche Länder, ne, also Polen, Rumänien, Slowakei und so gedöns. Ja. Und eigentlich hatte ich auch einen Pete's Meat und Sons of Anarchy Skin Trail, also Anhänger-Skin. Ja. Also die Bremse funktioniert wirklich gut, da müsst ihr echt aufpassen. So, dann blinken wir mal. Hallo. Also irgendwas geht hier nicht. So, jetzt dürften wir aber rum sein hier. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber entschuldigt, ich habe eben große Eisenrohre dabei. So. Sehe ich wieder nichts. So, jetzt geht's da lang. Gehen. Muss ich draus fahren?
noch hoch, weißt du, lassen die mich hier mit dem langen Ding da ewig weit zur Ecke fahren. Rückwärts. Bonk. Ist ganz schön eng. So, und jetzt sollen wir den da reinsetzen. So, dann probieren wir dann mal, weil das nicht gut. Mit dieser Außenansicht da. Wahrscheinlich ja nicht, ne? Ich hab vorwärts fahren. Jawohl. So, also haben wir wenigstens die großen, natürlich haben wir 88 Euro abgezogen, oder 89 Euro sogar, für Schäden abgezogen bekommen. Ja, aber das war ja auch nur was tut. Wir hoffen, dass wir jetzt ordentliche Aufträge kriegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich mache das Projekt abhängig von eurem Feedback. Also wenn es euch gefallen hat, was ich hier so fabriziere und wie viele LKWs ich hier kaputt fahre, wenn ihr das wissen wollt, ja, dann schreibt das bitte in die Kommentare, schreibt auch, wie wir das machen sollen. Sollen wir zur Bank gehen, sollen wir genug Aufträge fahren, um uns dann genug Geld zusammen zu kratzen, dass wir uns einen eigenen LKW kaufen können. Vor allem, was für einen LKW sollen wir uns kaufen? Wie gesagt, also wenn wir jetzt nur ein oder zwei Leute zugucken, dann habe ich da auch keinen Bock drauf, dann wird das Projekt auch nicht weitergeführt. Aber wenn ihr da Spaß dran habt, dann sagt mir doch bitte Bescheid. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Euro Truck Simulator 2. Macht's gut, Freunde. Tschüss, bis dann.